Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Input von Life Unlimited. Ich bin Cornelia Heule. Vor einiger Zeit war ich mit einem jungen Pärchen auf dem Standesamt, weil ich beim Übersetzen helfen sollte. Und dabei ist mir aufgefallen, dass es ein Thema gab, das alle anderen Themen überragte, das wichtiger schien als jedes andere Thema. Und zwar, es ging darum, welchen Namen wollt ihr in eurer Ehe führen? Es gibt ja auch viele Möglichkeiten heutzutage. Sie kann ihren Namen behalten, er behält seinen Namen, sie nimmt seinen Namen an, er nimmt ihren Namen an, oder dann gibt es noch die vielen Variationen mit den Doppelnamen, also eine große Palette, von der man auswählen kann. Es ist ja schon ganz wichtig, wie wir heißen, welchen Namen wir führen, weil wir identifizieren uns mit dem Namen. Und auch die Bibel spricht darüber, dass die Namensführung sehr, sehr wichtig ist. Die Bibel gibt uns aber nicht viele Möglichkeiten, sondern die Bibel hat uns einen Namen gegeben. Und das möchte ich euch vorlesen. Das steht in Apostelgeschichte 4, Vers 12. Und hier heißt es: Und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Es geht um den Namen Jesus. Jesus ist der einzige Name, den wir führen können, wenn wir zu Gott kommen wollen. Also das heißt, Errettung ist in Jesu Namen. Alles, was wir brauchen, ist in Jesu Namen. Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Es gibt keinen anderen Weg zum Vater als durch Jesus. Aber auf der anderen Seite, Jesus ist unser Zugang zum Vater. Alles, was wir brauchen, alles, was wir von Gott wollen, das ist im Namen Jesus erhältlich. Alle Gottesverheißungen, alle Segnungen haben wir in Jesu Namen. Jesus oder der Name Jesus ist der Schlüssel zu unserer Beziehung mit Gott. Im ersten Johannesbrief lesen wir: Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Du kannst ewiges, göttliches Leben haben, wenn du bereit bist, den Namen Jesus anzunehmen. Alles, was du tun musst, ist zu sagen: Gott, ich komme zu dir in Jesu Namen und ich bekenne, Jesus, du bist mein Herr. Und die Bibel sagt, allen, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Nimm Jesus an, nimm seinen Namen an und lebe dein Leben in Jesu Namen. Und in ihm hast du alle Segnungen, die Gott für dich bereitet hat. Nimm sie an, weil Jesus ist gekommen, dass wir Leben haben und es im Überfluss haben. Ich freue mich, wenn du auch morgen wieder bei einem neuen Input von Life Unlimited dabei bist, weil das Leben mehr ist.